Hallo und herzlich willkommen zurück. Ja, ich weiß gar nicht mal, neue Folge. Wahrscheinlich werde ich das zusammenschneiden, da ich beim letzten Mal so lange gebraucht habe, um hier irgendwas auszuprobieren. Neuer Tag, neues Glück. Ich hoffe, ich bin jetzt einfach mal klarer im Kopf. Und ich versuche jetzt einfach nochmal in dieser Reihenfolge durch die Minenschächte zu gehen. Ich hoffe, das hilft. 6, 1 und 3. Wie weit waren wir hier eigentlich schon? Okay, die Tür ist da. Die 6 ist rechts. Natürlich haben wir jetzt bestimmt einige Sachen noch nicht wieder eingesammelt, die ich sehr gerne mitnehme. So, das ist die 6. Green light. The one that the dead man had written about. If he was right, then I'm on the right track. Okay, dann hoffe ich mal, dass das jetzt nochmal weitergeht, weil ich weiß nicht mehr, ob ich gestern die richtige Reihenfolge eingehalten habe, weil mich dieses Minus 1 an der Tür total irritiert hat. So, wir müssen jetzt, oder wie stehen wir denn jetzt hier? Was haben wir hinter uns? Da ist 3. Dann heißt das, hier müsste 2 sein, okay. Dann müsste ich quasi jetzt zu 1. Ach, hier unten haben wir noch was. So, das ist jetzt die 1. The light is green again. A little bit of effort and I can get out of this damn mine. Ja, so fragt mich echt nicht. Anscheinend ist das ja dann doch richtig. Ich werde wohl irgendeine Zahl vertauscht haben und zuerst durch 3 gegangen sein, weil wir da ja irgendwo rausgekommen sind. So, wir stehen jetzt hier bei 4 und da ist die 5. Das heißt, wir müssen den Gang durchgehen. Hier noch was? Und da haben wir auch schon die 3. Keine Geschenke für mich. Das ist aber gemein. Bin froh, wenn wir aus dieser Mine hier rauskommen. Ah, nee. Warum hat das beim letzten Mal nicht funktioniert? Wieder eine Kurbel. Jetzt steht minus 2 drauf. Sind wir vielleicht dann auf der zweiten Etage? Was? Someone's here. Doesn't look very friendly. Okay. Oh, achte darauf, dass der Geist dich nicht sieht oder hört. Du machst weniger Lärm, wenn du kriechst. Wenn dich der Geist sehen sollte, lauf weg und finde ein Versteck. Das kann lustig werden. Können wir bitte noch mal zur anderen Etage? I should look at the map for some hints. Maybe it will tell me where Gilman left the other notes. Okay, wir stehen jetzt da. Bei 10, wo ist denn hier 10? Ach, da. Dann ist da die 11. Und wir müssen zu dem Fragezeichen hin. Oh Gott. Weiß nicht, ob ich das hinkriege. Der ist in der Nähe. Ist er bekloppt?
weiß ich, wo ich lang muss. Bin ich da? Kann er mich hier sehen? Ich hoffe nicht. Hat er uns jetzt entdeckt? Anscheinend nicht. Okay. Wo müssen wir hin? Hier ist zu. Lesen. Es war nur wieder irgend so ein Psalm. He cannot see me. Oh, 9, 7 und 8. Walter thought my father killed his partner in order to get his shares. But the explosion was accidental. After all, the mine brought in more income than the inn, which often remained empty. The detective didn't have hard evidence, only circumstantial. Bitte komm nicht nach ganz hinten. Oh Gott. Geh. Also der macht das Ganze ja. Jetzt habe ich die Zahlen schon wieder vergessen. Notizen. Achso, wir könnten die auch lesen. Ich habe herausgefunden, dass es in den Monaten vor dem Unfall zweifelsfrei einen Konflikt zwischen dem alten Hyde und Whitehead gab, der eskalierte. Beide waren nicht gerade Unschuldslämmer. Hyde war für seinen Jähzorn bekannt. Einmal warf er einen unzufriedenen Gast einfach aus dem Gasthaus, ganz zu schweigen davon, dass er seinen Sohn Nicholas immer wieder misshandelt hat, oft vor anderen Leuten. Whitehead hingegen war aufbrausend und brachte andere leicht gegen sich auf. Es gibt einige Hinweise darauf, dass er Bergleute bedrohte, die er für faul hielt. Außerdem behauptet ein ehemaliger Freund von Whitehead, dass er zusammen mit dem Richter sowohl das Gasthaus als auch die Mine übernehmen wollte und sogar den Sohn seines Partners, dem jungen Nicholas, zu diesem Zweck einspannen wollte. 9, 7, 8. Er irritiert mich. Kann er bitte gehen? Oh, jetzt sehe ich natürlich auch sehr viel. So sieht man mehr, wenn die so glänzt. So, wir sind hier. Die 9 ist hier raus und links rum. So, links halten und wieder links. Okay. Ist da noch was drin? Er soll mal in eine andere Ecke gehen, bitte. Oh Gott. Bist du wohl ruhig? Ich weiß, ich bin den falschen Weg gelaufen. Verdammt. Wir müssen den ganzen Weg zurück. So wie ich den kenne, wechselt er gleich seine Route. Nein, das ist nicht der richtige Weg. Jetzt sind wir bei 12. Oh Gott, wir gehen einmal außen rum.
Bin ich da? Wo ist die 9? Wo bin ich? Hier, da ist die 8. Wo ist die 8? Okay, da ist die 8. Ich verstehe die Karte nicht so ganz. Wenn da die 8 ist, müsste das doch die 9 sein, oder? Ach, da. Ja. Bevor ich da durchgehe, sollte ich vielleicht noch meine Lampe auffüllen. Huch. Gut, wir sind jetzt durch die 9. Dann müssen wir jetzt die 7 und dann die 8. Die 7 ist da, wo früher die 1 war. Okay. Muss hier durchgehen. Probier es einfach nochmal. Wir standen ja gerade quasi. So, dann müssen wir jetzt hier weitergehen und die nächste links, glaube ich. Bin weg. Bitte, bitte, bitte. Oh, ja. Jetzt nur noch die 8. Oh Gott, die ist wieder da ganz hinten bei der 9. Toi, toi, toi. Der wechselt gleich garantiert auch seine Route. Das war meint, der kommt da nicht lang und ja. Dann Surprise, Surprise! So, dann wieder hier lang. Nein, du hörst mich nicht. Lü, ist das die 8? Ja. Bitte lass ihn auf der nächsten Ebene weg sein. Oder nicht noch was Schlimmeres kommen. Oh, dahinter rummelt's aber auch. Oh. Mensch, der ist ja vor uns da, das ist gemein. Der ist vorgelaufen. Even death fails to grant an escape for some. Okay, wo müssen wir jetzt hin? Wir sind da unten und müssen da ganz oben hin. Oh Gott. Frage ist, erkennt er unser Licht? Der kommt von da. Du siehst mich nicht. Du siehst mich einfach nicht.
glaube, die Karte an sich ist immer die gleiche, aber irgendwie komme ich damit nicht zurecht. Muss ich wieder hier hin? Ach nein, das war ja die mittlere. Hier ist auch keine Karte mehr. So, rechts rum. Bin ich da? Kann er jetzt eigentlich noch nicht falsch laufen? Oder? Oh. Ja, wir sind gerade, wo sind wir denn lang gelaufen? Wir sind... Wir können da durchlaufen. Das ist der Weg. Er harrt mich hier von hinten an. So, das ist die 11. Die gibt's gar nicht. I should look at the map for some hints. Ja, it will tell me where Gilman left the other notes. Ich versuch da ja irgendwo hinzukommen. Dadurch und dann nicht die erste rechts, sondern geradeaus. An 15 vorbei. Er läuft natürlich da lang, wo man selber auch lang möchte. Nein. Sind das jetzt zwei? So, wir sind jetzt hier. Wir gehen weiter. Gott! Duck dich! Ja, das sind zwei. Ich höre Schritte von links und von rechts. Ganz toll. Es wird einem auch nicht leicht gemacht hier. Warte mal, bin ich gerade da lang gelaufen? Duck dich. Kann ich hier hinter? Bitte? Ich bin ein Holzstück. Gott.
Und ich höre Schritte. I should look at the map for some hints. Ja, jetzt sei doch mal ruhig. Vergiss, dass wir hier so zwei nette Personen rumlaufen haben. So. Jetzt sind wir hier und... Dann verstecken wir uns noch mal schnell hier. Ich habe das Gefühl, wir haben so einen kleinen King. Ja, sehr gutes Versteck. Wer wusste denn, dass der da drauf geht? Hallo? Die ganze Zeit laufen die durch die Gänge. Und dann auf einmal geht er auf dieses Holzgerüst drauf. Also kein gutes Versteck. Lieber davor irgendwo. Okay, wir müssen immer noch dahin. Habe ich jetzt gar kein grünes Licht mehr? Ich weiß jetzt schon nicht mehr, wo wir gerade langgelaufen sind. Okay. Auf Schritte lauschen. Versteck mich lieber hinter Kisten. Die sind effektiver. Oh. Hey. Heißt, wow, ich bin fertig mit meinem Lauf hier. Wehe, du gehst jetzt in diese Seite rein. Dann... Oh nein. Der läuft zu weit. Das kann ja doch lustig werden, wenn wir durch die richtigen Tore laufen müssen. Wie soll ich da denn bitte hinkommen? Da gibt's doch nichts zu verstecken. So, der läuft jetzt da. Geht da erstmal hoch. Okay, es heißt auf jeden Fall nicht, dass er einen entdeckt hat. Der ist wieder... Ja. Nein. So. Jetzt können wir es in Ruhe lesen. Freitag, 25. Oktober 1850. Vier Tote durch Explosion in Mine. Bezüglich des Unfalls, der ausführlich in der letzten Ausgabe dieser Zeitung besprochen wurde, sind neue Erkenntnisse an die Öffentlichkeit gelungen. Die Explosion in der Caroline-Mine kostete nicht allein drei Bergarbeitern, sondern auch einem der Eigentümer des Unternehmens, George Whitehead, das Leben.
Jacob Hyde, der zweite Eigentümer, lehnte es ab, mit Journalisten zu sprechen. Er veröffentlichte einzig und allein eine kurze Erläuterung, in der er den Familien der Opfer sein Beileid aussprach. Notieren. Haben wir hier noch irgendeinen Hinweis? Nein. Also ist das nicht unser Papier? Das ist es. Is it. Oh. 17, 13 und 14. The detective was eager to make it big on the tragedies that took place in Blackstone. He was a hair's breadth away from piecing all the threads together, but something kept slipping away from him. Maria seemed to know the whole story. She mentioned some secret in my family, something that could change everything, bring us down forever. What could she mean? Did she know something that even I don't? So, schauen wir uns das doch auch nochmal genauer an. Maria, die Witwe einer der Bergarbeiter, hat mir einen Brief geschrieben. Sie behauptet, das Geheimnis der Familie Hyde zu kennen und ist gewillt, es mit mir zu teilen. Angeblich würde das Wissen alles für immer verändern, zumindest ist sie davon überzeugt. Sie sagt, dass sie seit Jahren versucht, die Aufmerksamkeit des Sheriffs und anderer Würdenträger zu gewinnen, dass man sie jedoch abgewiesen hat, weil sie angeblich von Trauer ausgelöste Wahnvorstellungen hätte. Ich treffe mich heute persönlich mit ihr. Ich hoffe, dass ich mit Hilfe ihrer Geschichte dafür sorgen kann, dass Jacob Hyde angeklagt wird. Der Mistkerl sollte in einer Zelle verrotten. Ja, mein Bauchgefühl sagt mir, dass dies der Fall ist, der meinen Namen in die Schlagzeilen bringen wird. Eine gepeinigte Witwe, ein käuflicher Sheriff, ein gieriger Minenbesitzer, der auch vor Verbrechen nicht zurückschreckt. Ich habe mein ganzes Leben lang auf eine solche Chance gewartet. Und er kommt gerade wieder. So. Huch. 17. Ist da. Das heißt, wir müssen den Gang weiter und geradeaus. Geht der jetzt hinter uns oder geht er wieder den Gang lang? War ja klar. Jetzt müssen wir warten. Ich kann aber schon mal gucken, was haben wir noch? 13? Ah, dann ist ja eh die Frage, wo wir wieder rauskommen. Ja, komm, mein Bübsche. Es ist 12. Hä? Muss ich hier jetzt doch nochmal lang? Warte mal, ich bin jetzt hier bei 18. Ach, ich musste zu 17, ne? Oh. Da habe ich 12 gesagt. Ab durch die Mitte. Das ist der richtige Gang. Oh, ja. Ich hoffe, ich laufe jetzt nicht wieder zurück. Oh. Bin ich zurückgelaufen? Ich weiß es nicht. Nein, es war richtig. Haben wir hier irgendwo eine Karte, bitte? Wo ist 13? 13 ist da unten. Wir sind da. Oh Gott. Da kommt schon wieder einer. Der auch?
Karte bitte. Dreizehn, geradeaus durch. Nee, 18. Oh Gott. Verdammt. Nein! Zählt jetzt noch das erste Tor? Hey, du bist gestorben. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie ich den ganzen Mist hier zusammenschneiden werde. Daher sage ich jetzt vorerst einmal, ich hoffe, wir erleben in der nächsten Folge, dass wir aus dieser Mine rauskommen. Bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao mit V.